Willkommen zu einem neuen Video und das ist eines der meistgewünschten Videos seit meiner letzten Aufnahme von Poppy Play Time 1, muss ich sagen, habe ich erstmal keine Wünsche mehr der Community angenommen. Ein Spaß. Aber es war schon sehr gruselig, ich bin sehr erschrocken und ja, ihr habt euch den zweiten Teil bzw. Kapitel 2 gewünscht. Deswegen werden wir das natürlich spielen. Falls ihr mal live dabei sein wollt, kommt doch gerne auf www.twitch.tv/gnu-live vorbei. Meine Community sagt euch gerade im Chat so süß und herzlichst Hallo. Das ist einfach Zucker, das müsst ihr euch anschauen. Und deswegen spielen wir das jetzt. Empfehlt mir gerne weitere Games, auf die ihr Lust habt. Ich bin da offen für alles, freue mich sehr. Lasst einen Daumen nach oben da und über ein Abo würde ich mich natürlich auch immer sehr freuen. Und wir fangen an mit Kapitel 2. Oh, das Spiel stürzt direkt einmal ab. Oder doch nicht. Ist okay, Angst zu haben. Oh, diese Musik, ne? Poppy Playtime. Okay, Store, Socials, Play. Settings. Die Musik ist schön, finde ich. Brightness. Screen ist best. Texture best. Motion Blur. Bloom. Ambiente. Wollen wir das alles? V-Sync. Grain Filter. Ich glaube, irgendwas davon sollte man noch ausstellen, oder? Wo soll man hier irgendwas ausstellen? Motion Blur, Blumen, Ambiente, irgendwas? Motion Blur, oder? Sonst noch was? Blumen, Blumen auch? Okay, dann passt es so. Weg. So, ist es jetzt auch aus? Ja, okay. Weg. Dann lass uns starten. Soll ich vielleicht Fenster zumachen? Okay. Gut. Dann start. Poppy Playtime 2. Fly in a web. With Poppy new free, the situation begins to change rapidly while you just search for any way to escape the factory. Okay, also. Poppy ist jetzt frei. Die Situation hat sich rapide verändert, während wir versuchen einfach zu entkommen aus dieser Factory. Und dieses Ding hier zuckt. Das gefällt mir gar nicht. Okay, neues Spiel, ne? Ich kann ja nichts laden. Playtime Co.'s new patented elastic plastic, you can stretch, pull, and twist Mommy Longlegs in the craziest ways. She loves watching you play. When you're having fun, she's having fun. The new Mommy Longlegs from Playtime Co. What's the time? Wake up. Open your eyes. Wake up. Wake up. Wake up. Makeup. Poppy Playtime, Kapitel 2. Die langen Beinchen. Okay, here we are again with unsere touchy hands. Can't touch this. Da, die, die, dumm. Oh, oh, oh. Okay, hier bin ich also jetzt. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier lang. Sieht alles sehr einladend aus. Ich mach mal laut, damit ich mich schön erschrecke. Let's go, meine Freunde.
Oh, wie gerne hätte ich so einen Arm, wenn du so auf dem Sofa liegst und denkst so, ja, das Kissen hätte ich jetzt gerne. Ach stimmt, hier waren wir doch am Ende, ne? Wir waren doch irgendwo. Hippopi Blade, das Haus. Ey, ich hätte schon so keinen Bock mehr jetzt, ne? Also eigentlich habe ich jetzt auch keinen Bock mehr. Aber davor muss ich den nochmal datschen. Das sieht so süß aus eigentlich. Ah, oh, ich habe so Five Nights at Freddy's Vibes einfach. This way, da sagt jemand, ich soll hier kommen. Ist da Blut? Ist das Blut? Hatten wir im letzten Teil Blut? Ich glaube nicht. Es geht hier so ab. Oh, da komme ich wahrscheinlich nicht lang. Was? Keep going, sagt die. Ih, wie eklig. Aber da komme ich doch gar nicht lang. Nee, und da ist schon wieder Blut. Okay, da kommen wir jetzt erstmal noch nicht lang. Okay, doch, wir müssen hier irgendwie lang kommen. Okay. Oh, okay, da kann ich mich... Ah. Okay, ich kann mich darüber schwingen. Let's go. Mann, das ist so schwer. Okay. Okay, okay, okay. Ich schaff das. Yes, ich hab's. Wie doofy. Nee, wenn du so fragst, nicht. Kann ich die Dinger nicht wegziehen? Okay. Wahrscheinlich. Plopp. Kann ich auch ein bisschen was länger ziehen mal so? Ah, ich kann es gedrückt lassen. Ah, okay. I see. Warum ist hier überall Blut? Seit wann ist hier Blut? Was ist hier passiert? Was habe ich da geholt? Einen Schlüssel. Ah, damit kann ich bestimmt die rote Tür aufmachen. Nee. Let's go, meine Freunde. Lasst uns die rote Tür öffnen. Ihr kleinen Stinker. In dem Spiel toucht man einfach alles an, weil es so Spaß macht. Oh Gott, wisst ihr, was mich das erinnert? It's past your bedtime! Das ist auch voll mit Blut. Was ist hier passiert? Eine Kassette. Und ein Text. Und hier ist so eine komische Zeichnung. Kann ich das hier irgendwie lesen? Experiment. Kann ich das auch irgendwie lesen? Muss ja irgendwie größer gehen, oder? Notes. Das Experiment. Ich kann es so schwer lesen, weil es so weit weg ist. Muss auch auf irgendeiner Taste lesen können, oder? Also es gibt eine Notes, ein Experiment und eine Analyse. I still believe into... Ich würde es gerne lesen. Hello. Im Security Book. Oh. Nein, nicht schon wieder Schächte. Nein. Ich mache euch das jetzt so laut. Wenn ich mich erschrecke, dann erschreckt ihr euch gefälligst mit. Niemand mag Schächte. Also alleine schon bei Five Nights at Freddy's in einem Schacht, wo
wo wir von diesem Kack-Dings da verfolgt worden sind. Super ätzend. Oh, ich kann dich touchen. Ah! Oh, sorry. I didn't mean to scare you. I was just trying to get the power back on. Here. Facepalm! Oh nein, ich wollte ihm einen Facepalm geben. Ich wollte eine Facepalm geben. Pomp. Okay, lass mich mal kurz checken. Okay. Muss ich hier... Ach, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Nee. Nee. Ah, stimmt, das war ja was. I wanted to thank you for freeing me. I was stuck in there for so long. Ich möchte mich bedanken, dass ich sie befreit habe. Sie war so lange dort gefangen. I'd like to pay you back. There's a train station nearby. It needs a code, and I have it. We're gonna get out of here. Okay, sie ist in der Nähe eine Station. Get on up here. Okay, sie sagt, hier ist quasi auch eine Zugstation, also ein Come Bahnhof. On. Und sie will sich bei mir bedanken, weil sie hat den Code. While I'm still a doll. Und ich soll hochkommen, sagt sie. Weiß ja, mit der vertrauen sollen, ganz ehrlich. Bin mir da nicht so sicher. Also sie meint, sie hat einen Code und damit kommen wir zusammen entkommen, weil ich habe sie befreit und dafür ist sie mir dankbar. Hey, I'm up here. Ach so, okay, hallo. Erstmal das Auge rausholen. Batsch, batsch. Ich komm da nicht rein! Bin zu fett. Ich komm. Ah, hier vielleicht, oder? Das ist auch noch eine Möglichkeit. Komme ich da überhaupt rein? Ist das realistisch? Ist mein Buddy da? Hm. Ich glaube, ich passe da nicht rein. Ah, look at this. Ich da süß meine Händchen dran mach. Süß. Oh Gott. Ich habe irgendwie Angst vor der. Warum sollten wir der vertrauen? Da oben ist wieder ein Ding. Listen, I'm going to need you to trust me. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Okay. Okay. Das war die Antwort, Leute. Wir gehen da besser nicht rein. Sollen wir da sicher... Okay, komm, wir müssen rein. Sie lebt noch, sie furzt noch. Es geht ja wirklich. Ich dachte, ich bin tot. Oh mein Gott. Ach, das ist eine Röhre. Jetzt habe ich ja gar nicht nach vorne geschaut. Oh mein Gott, da ist Blade. Das ist nicht gut. Da können wir nicht lang. Ist gut. Freut mich. So. Ich nehme mal an, dass wir hier rein müssen, wo die Power ist. Und müssen wieder irgendwo Power anmachen. Indem ich hier dran tatsche. Ah, da dran tatsche. Okay. Can't touch this. Hä? Ach so, muss ich das erst damit verbinden? Hey!
Ach so, okay. Also müssen sich die Hände kreuzen, ne? Was soll denn das? Das triggert mich! Okay, also der holt hier immer diese Kacke da hoch. Ne? Na, meine süßen Mäuschen. Sobald ich die Scheiße hier treffe, holt er das hier hoch. Nee. Oder kann ich... Hatte ich das von hier... Ah, warte. Ah! So? Ah, okay. Okay, okay, ich hab's. Gott. Warum geht das nicht? Ich fühle mich hier nicht wohl. Ich fühle mich hier nicht geborgen und ich fühle mich hier nicht geliebt. Und das ist ein Problem. Und ich möchte davon meine Hand nicht abtatschen. Ich finde diesen Stil echt cool. So diese Farben, diese ekligen hohen Räume, so dieses bisschen wie bei Five Nights at Fred. This is my no-no square. No, no, don't touch me there. Wo ist mein Arm? Wo ist mein Arm? Ich hab meinen Arm abgerissen. Ich hab meinen Arm abgerissen. Also sie hat quasi jetzt die Poppy gefangen genommen. Wir wollen ja zur Zugstation. Und sie hat gesagt, wenn ich kann jetzt quasi, sie spielt jetzt mit mir ein Spiel. Und nur wenn ich es am Leben schaffe, bekomme ich den Code. Oh mein Gott, die Arme, die Tiere sind alle tot. Ich habe keinen Arm mehr. Wie gibt es da denn noch alles? Also es gibt noch die Pinke, es gibt noch den Dino. Es gibt noch so viele Tiere, die hier vorkommen werden, ne? This is gonna be a long, long game. Ich kann jetzt auch mal gucken, ob ich vielleicht in den Settings, kann man da irgendwie auch den Ding anmachen? Den Untertitel? Gibt es hier einen Untertitel? Long Settings, Controls, Title Screen? Ich glaube nicht. Ich übersetze euch gern, aber ich meine nur, wäre nicht schlecht gewesen. Denn wir wissen ja, seit The Last of Us sind Untertitel sehr wichtig. Oh mein Gott, was ist denn das? Ach du Scheiße.
Die haben einen ganz schön strammen Booty. Die sind alle so nett im Chat. Ja, das finde ich auch ganz toll. Ich gucke mich hier erstmal um. Eigentlich schon voll süß. Hätte voll Bock, da jetzt rumzuspielen und so. Aber ich habe so das Gefühl... You are my best friend. Ich hätte schon echt Bock, hier zu spielen. Gott, Hilfe. Aber... Ich glaube, das macht schon Spaß. I love lonely long legs. Lovely long legs. Oh, das war tatsächlich was zum Einsammeln. Schon ganz schön traurig hier, alles so ausgestorben. Was ist denn das da vorne eigentlich? Okay, ich dachte, es passiert was. Hi kids, welcome to the game station. I'm Stella. And we've got three super duper fun games to play. These little tests show us just how crazy strong and smart you are. Follow Mommy Longlegs down the stairs and we'll start by playing musical memory. See you in a bit. Oh Gott, was? Was? Wo? Hilfe! Was ist ein Musical? Ah, hier. Oh, nee. Oh, nein. Let's Party. Ich sag euch, der Hase wird ein richtiger Psycho. Oh Gott, ich will aber nicht. Hallo? Hallo? Keine Antwort hier. Hallo? Okay, wir müssen in die Richtung. Ich habe was gehört. Hallo? It's me. Schon wieder ein Loch. Ich gehe da nicht rein. Das ist mein No-No-Square. No-No, don't touch me there. Oh, ich muss da rein, oder? Komme ich hier hinten nicht lang? Habe ich eigentlich bitte auch mal eine Taschenlampe? Muss ich da rein? Ich glaube, ja, ne? Oh nein. Ich höre da was piepen. Vater, bist du's? Oh Gott, was ist denn das hier? Muss ich das jetzt drücken? Ich wollte das Tape nehmen! Okay, was ist das hier alles? Ich sehe ja kaum was. Okay, also Konzentration. Also das hatte jetzt geschmolzen, ne? Ist ja jetzt geschmolzen, dann ging es nicht weiter. Das Rohr. Oh. Oh, ich kann es grabben. Oh, look at this. Jetzt können wir weitermachen. Deswegen hat es gepiept. Jetzt muss ich das machen. Pop. Jetzt wird es abgepumpt. Okay.
kann es sein, dass wir uns die eine neue Hand machen? Ah, wir machen uns eine neue Hand. Ja, geil. So, was kommt als nächstes? Das können wir noch nicht machen. Oder doch? Okay, da fehlt... Oh, not painting. Grüne Farbe. Das heißt, wir brauchen Farbe. Wir machen uns wirklich diese grüne Hand. Ey, was ist denn das für ein Geräusch hier? Das macht mich richtig nervös. Das war... Ach, hier ist jetzt Licht an. Oh. Ich habe die ganze Zeit Angst wegen diesen ganzen Geräuschen, dass die gleich kommt und uns angreift. Okay, we got it. Muss ich das jetzt da reinschütten? Kann es sein? Yes. Okay, soll ich da rein und mich zermahlen lassen? Geht das? Also springt niemals auf irgendwelche Maschinen, Leute. So, let's go. Jetzt machen wir uns unsere grüne Hand. Ja! Eine reicht, Mann! Nice. Ah, jetzt muss ich den nächsten Knopf drücken. Oh, cool. Ah. Hallo? Gib mir meine Hand. Wie hole ich mir die denn jetzt? Oh, jetzt. E drücken. Nice! Jetzt können wir zurück und können den Zug starten. Und so wie ich die Musik einschätze, wird gleich was Furchtbares passieren. Wo ist denn eigentlich dieser Fernseher? Was ist das hier? Ach, guck mal, das kann ich doch jetzt auch machen, oder? Ist doch für die grüne Hand. Oh. Green Hand. Ah. Ach cool, ich kann damit meine Hand laden. Okay. Okay, cool. Das heißt, ich kann Strom von wo abzapfen und den woanders hinpacken. Okay, aber auch die haben den gleichen Timer wie die Hand, deswegen muss ich aufpassen, dass ich nicht eingequetscht werde. Habe ich? Ich habe doch noch ein Tape. Ich würde gerne das mal verwenden. Okay, ich würde gerne meins... Ich habe doch noch ein Tape, kann ich das noch nicht schauen? Oder gibt es dafür einen extra Fernseher? Weil der ist ja grün, ne? Ich glaube, dafür gibt es einen extra Fernseher. Das heißt, kann hier... Hat es aber keinen Strom drauf. Okay. Ach, hier hat es doch, ne? So, jetzt bin ich aufgeladen. Nice. Jetzt ist aber zu und da komme ich nie wieder raus. Okay, jetzt bin ich hier. Ist hier noch irgendwas? Nee. I know when your birthday is. June 28th. Das stimmt nicht. Aber ich finde, das erinnert mich an... It's has your best time! Ach du Scheiße. Oh oh, das sieht jetzt aber nicht gut aus. Oh nein, was kommt jetzt? Welcome to Musical Memory. Oh nein!
This advanced memory and cognitive recognition test oh, is nein. Designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. Oh nein, ich muss mir jetzt was merken. Oh Gott, wir wissen noch, wie es bei Five Nights at Freddy's ausgegangen ist. A sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Oh Gott. Bunny. Kann ich speichern? Speichert es automatisch? Ich werde hier jetzt 100% sterben. Okay. Will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will oh rise God. Back up. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. Okay, okay. If Bunzo reaches you, your test is over. Okay, also wir müssen in der richtigen Reihenfolge diese blauen Farben drücken und wenn wir es falsch machen, kommt der Hase schneller runter. Wenn wir es richtig machen, geht er hoch und wenn wir es zu viel falsch machen, dann kommt er runter und dann werden wir zerkloppt. The test will become more difficult as it continues. Scheiße. With longer patterns in quicker succession. Oh Gott. That's all. Good luck. Oh. Scheißen Dreck. Okay. Oh, isn't it amazing? Mommy hasn't seen the place up and running in years. Mommy can only imagine how excited Bunzo must be. It's been such a long time since he's been able to play. Also sie sagt, sie ist ja so excited, weil der Bunny hat schon so lange nicht mehr spielen dürfen und sie findet das jetzt so toll. Schaut sie zu, wie eklig sie Red. Da oben hängt. Red. 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 Okay. Yellow. Red. Rot. Gelb. Red. Rot. Yellow. Gelb. Red. Rot. Gelb. Rot. Red. Rot. Gelb. Rot. Rot. Gelb. Rot. Gelb. Rot. Gelb. Rot. Gelb, rot, rot, gelb, rot, gelb, rot. Erste Runde geschafft, Mann. Runde 2. Grün, 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 gelb, grün, gelb, grün, grün, gelb, grün, grün. Grün, gelb, grün, grün, rot, grün, gelb, grün, grün, rot. I, wie der da von oben runterkommt. Grün, gelb, grün, grün, rot. Grün, gelb, grün, grün, rot. Wo ist Violet? Was? Hä? Huch. Das ist doch, wo hat denn grün, gelb? Wo ist Violet? Ah, hier. Wie gemein. Round three. Holy shit. White. Weiß. Wo ist weiß? Weiß. White, red. Weiß, rot. White, weiß, red, rot, orange. Orange. Weiß, rot, orange. Weiß, rot, orange. Weiß, weiß, rot, orange. Weiß. Weiß, rot, orange, weiß, orange. Was? Oh shit, weiß, rot. Oh fuck, was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was? Blue, blau. Okay, blau. Blau. Gelb. Blau. Blau, weiß. Blau, lila. Blau, lila. Blau, grün. Ah! Was war denn das für eine Scheiße? Nun, das ist J, das musst du drücken.
We can die later. Nee, J, der Buchstabe. Ach so, da war ein Button, der J war, oder wie? Hä? Jane. Oh, ah. Jane Hart. Jay Hart. Jane Hart, question mark. Jay Hart, question mark. Jane Hart, question mark. Jay Hart, question mark. Jane Hart, question mark, red. Jay Hart, question mark, das und rot. Oh mein Gott. Round 5. Was? Jane, question mark, the heart, heart, light, green, question, smiley face, heart, blue, turquoise, snowflake, smiley face, press, five, massive eye, smiley face, revenant, heart, turquoise, and red, revenant, revenant, snowflake, manga, back, purple, and yellow, blue, manga, turquoise, red, question, smiley face, smiley face, massive red, massive manga, turquoise, yellow, green, yellow, manga, smiley face. Hey, was ist denn das für eine Scheiße? Alarmknopf! Alarmknopf! Nein! Was ist das für ein Scheiß? Der Panikbutton. Ich muss den Panikbutton drücken. Boah, das ist aber böse. Okay, aber ist cool, dass sie einen hier wieder anfangen lassen. Okay, Emergency Button. Oh mein Gott. Oh, it broke. Oh, kaputt. Das macht keinen Spaß. For doing such a splendid job, Mommy has decided to give you part of the code for the train. Look up. Oh, okay, sie gibt mir schon mal ein... Oh. Sie gibt mir schon mal einen Teil für den Code von dem Zug. Sie hat gehofft, das Spiel geht länger. Ist aber okay. Sie kennt aber noch andere Wege, mit mir zu spielen. Ist ja fast schon hot, wie sie das gesagt hat. Reiß ihn zusammen, du, ist ein Kinderspiel! Oh mein Gott. Hä? Was soll denn das jetzt? Hallo? Gott, ey, was war denn das für einen scheiß Pain in the ass? This was a pain in the ass. Ich hasse es, in dem Spiel durch Schächte zu gehen. Scheiße. Hallo? It's me. Ich mach mal lauter für euch, weil ich will mich nicht erschrecken. Das Ende war richtig gut zu merken. Ey, ich hätte so Panik, ne? Oh, hallo? Hallo? Da kann ich doch nicht runter, da falle ich doch runter, da bin ich doch tot. Auf jeden Fall schon mal kein Blut. Damaged? Gibt's hier irgendwas, was mir helfen kann? Jetzt ist auch alles dunkel, ne? Der Schacht ist dunkel. Ah, ne, hier ist er noch hell. Kann ich hier einfach runter? Ach so, da nehme ich keinen Schaden, hä? Hm. So viel gruselige Spielzeuge. Oh nein, da kam doch letztes Mal der Poppy raus, ne? Der Puppy. Puppy S time. Was hast du zu erzählen? Der ist so fett, runter mit dir! Klatsch! Guck mal, so hört sich das an, wenn man Dino klatscht.
Hört ihr den Schenkel? Oh. Richtige Booty. Okay, lass mal gucken. Ich muss irgendwo meine Hand aufladen und irgendwo reintatschen. Muss ich vielleicht den Dino-Ass electricen? Was kann ich damit eigentlich activaten? Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Und let's go. Der Stuhl. So, wie lange hält der jetzt? Okay, der ist jetzt unter Strom. Aber wahrscheinlich auch nicht lang, oder? Nee. Das war's schon. Oh mein Gott, was? Okay, nochmal. Kann ich den auch jetzt erstmal zu mir ziehen? Ah, okay. Okay. This makes sense. Okay, let's go. Okay, so einfach also. So, Glück gehabt, dass ich den weggeschoben habe, ey. Bam. Ciao, Dino. Wieder ein Schalter. Okay, muss ich irgendwie nachher Strom hinbringen? Oh, das geht jetzt schon, okay. Oh, ich sehe. I understand the problem here. Kann mich da nicht durchquetschen? Komm. Komm schon, Boy. Mann. Okay, das heißt, es muss ganz schnell gehen, oder? Ich habe eine Idee. Halt, nee, ich habe eine Idee. Nein, ich habe es abgebrochen. Verdammt. So. Okay, jetzt aber. Bam. So, jetzt bam. Bam, bam. Bam. Steht doch. Aber ich habe gar nicht geguckt, was in der anderen Richtung gewesen ist, Leute. Aber mir gefällt dieses Knallen hier gar nicht.
Hallo? Bin gar nicht in die andere Richtung gegangen. War da nichts? Oder soll ich nochmal zurückgehen? Überall Blut. Ich wollte gerade schon sagen, sag bitte nicht, dass es ein Problem für dich darstellt. Oh, hier war ich schon. Okay, hier war ich ja schon. Komme ich nicht mehr lang. Kann es sein, dass ich jetzt hier hoch muss und dann... Ah, jetzt kann ich hier kein Touchdes machen. To be this smart. Mommy is super proud of you, but I'm sure she's already told you that herself. Our next game is Wacko Buggy. Head downstairs and have fun. Nein. Hacker Wacky? Oh nein, was muss ich jetzt an Wacko Buggy? Hacker Buggy? Oh mein Gott. Ich will die roten wieder. Gib mir meine Hand zurück. Ich brauche deine Liebe nicht. Gib mir meine Hand zurück. So. Kann ich das mitnehmen? Nö. Okay, keine Ahnung, wofür dieser Raum sein sollte. Playtime. Oh nein. Welcome to Wacko Buggy. This advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities. Nein, nicht Reaktion. A dual palm grab pack will be provided to you for this test. Around you are 18 sizable holes. An adorable Huggy Wuggy toy could appear out of any one of these holes. If one comes out, hit it with your grab pack. That's all. Good luck. Sagt er jetzt. Und wo ist die Mami? Die schaut ja gar nicht zu. The toys in this game used to have strings attached to them, so they could be pulled back when they got too close to the children. Have fun. Okay, die werden zurückgezogen, wenn sie zu nah an die Kinder kommen. Der läuft hier durch die Rohre. Oh mein Gott. Oh Gott. Scheiße. Hat doch gerade erst angefangen. Ich hab den nicht gesehen.
Kotz. You did it. Hooray! Mommy is so proud of you. Here, Mommy has another hint for you. Oh, God. Oh my God, Only one game left to play. Nur noch ein Spiel. Sad. Mommy was hoping you'd stay here forever. Sie hat gehofft, it's never too late to change your mind. Dass ich hier für immer bleibe. Es ist nicht zu spät, meine Einstellung oder noch zu ändern. Und es gibt noch ein Spiel. Boah, Stress, ey. Mein Puls ist bei 80. Ich hab jetzt über einen Puls von 50. Ist ganz schön hoch für so ein Spiel. Under pressure. Da. Oh, das geht. Oh nein, aua. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Was für eine Reichweite ich habe. Oh nein. Ich sterbe aber auch nie, oder? Okay, oh. Okay, aber es geht auf jeden Fall da hoch. Schalalalalala, nein, oh nein, so klappt das nie, oh nein. Wie komme ich denn da rüber jetzt? Kann ich mich irgendwie schwingen? Ah, ich kann mich schwingen. Gut, dann schwingen wir uns doch mal in die Richtung. Let's go. Schwing dich! Oder schwing dich hier hin. Ist egal. Ah! Ah! Ma! Diese Geräusche gefallen mir nicht. Sag bloß, da kommt gleich ein Zug, ey. Ich glaube, hier kann ich nichts machen. Oder? Nee, komme ich nicht runter. Ist auch ganz gut so. Da komme ich, glaube ich, auch nicht lang. Oh, nee. Was willst du tun? Du kommst hier nicht durch. Nein, den drückst du nicht. Nein. Nee. Nein. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott, nein. Nein. Ah. Es sah so süß aus. Oh, die ist weg. Die war aber süß. Die war aber richtig süß, ne? Das war aber ein richtiges Süßi, gell? Wie die geklupscht hat. Ich muss jetzt die ganzen Dinger hier aufkriegen, oder? Und das hier wahrscheinlich mitziehen. Die Geschenke für Barry. Wer Barry auch immer sein mag.
Oh Mist. Nein, verdammt. Was gibt's hier so Feines? Was bringt mir das hier? Hier war ich doch schon. Ich glaube, dass ich das dann hier hinhalten muss. Warum nimmt er das nicht nochmal? Oh, ganz knapp. Aber das bringt mir nichts, weil ich hier keinen Strom mehr habe, ne? Aber jetzt hören wir mal die an. Ich hab's doch für die Bitte. Jacksepticeye. What happened? You see, I was heading home for the day when my APRs realized that I left my bloody wallet in the cafeteria. So I'm running through the lobby, and that's when I see it. A mop handle lodged under the innovation wing. Jacksepticeye, so what oder? You do, Marcus? Well, I just thought I'd nab the bloody yoke beyond me merry way. And? Well, I'm reaching for the thing, and the mop handle jolts on its own. Had me scared stiff. I thought I was the only one there. So I took a peek beneath the gate, and some massive bloody thing was dothering about the bloody hallway. Thing? You're sure it wasn't a person? Ain't no person that's 50 feet long with 1,000 legs. Marcus, you're losing me. Maybe you just saw a bunch of people walking by. Look, it wasn't people, all right? I haven't a bloody notion what it was, but it wasn't human. Who have you told about this? Besides me, obviously. Just you, sir. Obviously. Okay. I'll have security skim the cameras and take a look. What? There's a massive bloody monster! Skimming ain't gonna get rid of it! You're out of line, Marcus. We make toys, not monsters. Now come on, get out of my sight. Actually, grab me a coffee, will you? Actually, never mind. Get out of my sight. Er wurde halt befragt und er hat gesagt, er hat gesehen, wie dieses, glaub, Huggy Wuggy war es oder vielleicht auch die Mami, dass überall Blut war und dass hier was nicht stimmt und er glaubt ihm halt nicht. Da haben wir endlich wieder eine neue Stromquelle. Oh, verdammt. Hä? Bleibt es jetzt dauerhaft an? Nee, ne? Okay. Ich ziehe das erstmal weiter vor hier. Och. Oder er hat den nächsten Gegner gesehen. Ja, das kann auch gut sein. Barry wahrscheinlich. Er hat wahrscheinlich den nächsten Gegner gesehen, ja. Thank you.
man ist ja aber auch die ganze Zeit geblockiert. Ich mach mal die scheiß Wagen hier weg. Ich kann es nicht mehr zurückschalten. Oh, ich muss mal länger aufladen. So. Kann man da nicht hoch? Oh. Er fährt jetzt von alleine. Erstmal hier lang. Ah, da hat der Hookie Wookie den Schalter aufgemacht für mich. Die Kissy Pissy. Überfahr mich nicht. Yeah. Boah. Warum ist die Musik jetzt so blöd? Oh oh, warum ist die Musik so blöd? Muss ich da wieder runter? Bin ich wieder hier. Hallo? Jeez, have you played these before? You're so good. Seems like you're ready for the final game, statues. Follow Mommy down the stairs one last time. You had a fun day at the game station. See you next time. Oh Gott. Hallo Clashy, wie geht's? Oh Gott, ja. Ich weiß nicht, ob ich das will. Was ist denn hier die Aufgabe? Oh. Statues. Oh Gott. Clashy, du musst das Spiel spielen. Hungry to learn. Oh nein. Okay, das wird jetzt, glaube ich, nochmal ein richtiger Pain. So. Okay, wieso ist jetzt die Musik so abrupt ausgegangen? It was always so sad to see the kids go. They called me Mommy because I was the closest thing they ever had to one. But they come for games and never come back. They left Mommy to die alone. Mommy didn't deserve that. But you worked here. So if anyone deserves to die alone, it's you. Hört sich echt an wie die Stimme von die andere, ne? Finde ich auch. Also, ich hab ehrlich gesagt nicht zugehört. Was muss ich jetzt machen? Ah! Okay, ich hab nicht zugehört.
Okay, wenn das Licht... Ach, so ein bisschen Red Light, Green Light, ne? Darf ich dann aber auch meine Maus nicht mehr bewegen? Darf ich dann die Maus auch nicht mehr bewegen? Doch. Ach, der kommt hier auch mir hinterher. Jetzt check ich das Problem. Ich verstehe das Problem. Ich wusste nicht, dass der hinter mir ist. Oh mein Gott! Muss ich da hoch? Oh Gott. Ist es hier drin nicht egal? Hilfe! Oh, es ist gemein. Ach du Scheiße. Das ist wirklich Green Light, Red Light, ne? Ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt noch richtig bin. Ah! Wir sind tot. Wir sind tot! Wir sind tot! And it's gonna be a long night! And it's gonna be cold without your arms! Tot. Ist das nicht hier eigentlich jetzt eh schon scheißegal? Hier passiert ja gar nichts. Es passiert ja gar nichts. Scheiße, ich bin dead. Oder bin ich hier schon sicher? Nee, der kommt! Ah! Ah! Ich krieg's hier nicht. Kommt hier nicht hoch. Der hängt fest, so wie ich. Der hängt fest. Wie lang ist der eigentlich? Darf ich das überhaupt fragen? Okay, kann ich mich jetzt nicht irgendwo hochziehen? Wo muss ich jetzt lang? Der hängt fest, ist gut. Kann ich den Arm berühren? Okay, jetzt ist er weg, ist gut. Das Fenster, wo denn? Ach, hier. Oh. Ah. Oh. Okay, er ist weg. Es ist wenigstens ein bisschen ruhig hier. Ja! Ich glaube, das gilt als er geschafft, oder? Yes.
Scheiße, jetzt geht die Tür nicht auf. Das war jetzt ein Fehler, oder? Leider nicht, hurra, das Spiel hängt fest. Ich glaube, die Tür sollte eigentlich aufgehen, oder? Ah, da ist ein Loch im Boden. Oh nein! Bitte nicht nochmal alles von vorn. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht. Ach, gut Glück gehabt. Ich komme nicht rüber. Gibt es eigentlich irgendeine Möglichkeit, dass man mal schwingen kann oder so? Okay. Ich glaube, ich muss einfach loslassen, oder? Nur mit Anlauf. Oh Gott. In einem Rutsch machen. Okay, let's go. Ja! Wieso lässt er nicht los? Lass los! Nein! Also Passagen wie jetzt gerade mit dem Hund finde ich wieder extrem geil. Also ich finde weniger so knifflige Rätsel, die es in die Länge ziehen, und lieber so Sachen. Das finde ich viel geiler. Yes! Nein, wirst du nicht. So. Okay, sie will mir jetzt den Code geben. Dann muss ich jetzt quasi wieder zum Anfang zurück. Ich weiß nicht, ob wir einer verrückten Frau glauben sollten, aber... Let's do it. Erinnert mich ein bisschen an die Puppe von Resident Evil. Ach. Oh. Ich glaube, der Frau geht's nicht gut. Sicher, dass das überhaupt ein Mensch ist? Weiß es nicht. Patch it. Ich glaube, sie ist salty. Ich glaube auch. Ich sehe nichts. Oh. Look up. Wie weit meine Arme reichen, ist doch absurd. Yeah. So ein bisschen Angst, weil jetzt wird es gleich richtig abgehen. Jetzt kommt ja sie wahrscheinlich, ne? Rotate top 90 degrees, rotate bottom 90 degrees. Okay. War das eine Anleitung? Playtime Go Train Access Instructions. Ach so, bringe ich den quasi... Ach so, das sind die ganzen Fetzen, die ich hatte, ne? Ich finde es ein bisschen schade, dass man die nicht größer lesen kann. Mommy Longlegs has the unique ability to stretch any of her limbs of several hundred feet. Also sie kann quasi jeden ihrer Körperteile hunderte Meter lang machen. This includes her fingers, selbst ihre Finger und Arme, Haare, Nacken, Taille, Beine, alles.
The hostility is quick become problematic. Put her perhaps a solution to put her in a place. Weiß ich, also man kann sie wieder schwierig dann zurückstretchen. Mommy long legs would be perfect for facilitating everything with the children in the game station. She is the warmth that a mother should. Also sie hat die Wärme, die eine Mutter haben sollte. Und aber ist aber auch gut für Kinder, dass Kinder ihr zuhören und von ihr lernen wollen. Ich kann das so schwer lesen, was flackert. Okay, so. Ja, ich glaube, dass es gleich hier anstrengend wird. Oh je. Mach das mal leiser für euch, weil das wird, glaube ich, laut. Hast du so nicht? Da kommt man doch rüber. Okay, das geht immer so weit. Dann nochmal. Und dann nochmal den, oder? Nein? Ja? Doch? Vielleicht? Fand ich jetzt nicht laut. Ich habe es euch leiser gestellt. Wo muss ich hin? Zur Game Station, oder? Jetzt. Oder nicht? Gibt es irgendeinen Ding-Ding-Ton, wenn es richtig ist? Oder muss ich da einfach jetzt nur lang latschen? Und selbstständig hingehen? Das ist halt die Frage. Ich dachte eigentlich, da kommt jetzt bling, 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 bling. Sie haben es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Oh, da kann ich jetzt schon durch. Miau, 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 bald. Oh, look at this. Jetzt runter. Ach, das war vorhin eine Figur, das Goldene. Ah, viel gut. Ne, 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 ne. Oh, da ist auch noch einer. Oh je. Und da ist auch noch einer. So, jetzt komme ich ja auch nicht mehr nach unten, ne? Okay, lass mal lurken. Also. Dann gehen die hier nach oben. Das ist ja gut. Ich glaube, das passt so. Dann gehen die hier hoch und das ist auch gut. Dann gehen die auch hier hoch. Da
dann sollen die hier lang gehen. Sollte ich einen einsammeln? Ach so, nee. Weiter runter geht's nicht. Oh shit. Sagt er irgendwas Wichtiges? To be or not to be? That is the question. Ich habe jetzt einen eingesammelt, also passt es doch. Okay, dann muss ich jetzt... darüber, oder? Ich glaube, so einfach ist es nicht. Gucken, ob es jetzt geht. Aber nicht offen jetzt. So. Oh nein, ein Schacht. Please no. Ich habe immer noch keine Kassette. Boogie, 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 boogie. Endlich mal entspannte Musik hier. Genauso. Genauso. Da fehlt mir irgendwie Strom, kann es sein? Also ohne diese blöden Elektrorätsel ist das Spiel echt super. Ja, die Elektrorätsel sind halt auch echt nicht meins. Was bringt mir das, wenn ich hier nicht mal hintatschen kann?
Okay, I understand. Okay, und das hat jetzt was gebracht? Wo ist eigentlich die rote Kassette? Okay, da hinten ist, glaube ich, irgendwas passiert. Darf ich laufen? 9, 7, oh! 5, 4, oh mein Gott! 3, 2, 1. Scheiße. Ich weiß nicht wohin. Wieder hoch? Ist das schlau? Wieder rein! Oh Gott, das ist so kacke. Scheiße, ich weiß nicht wohin. Sehr grausam, wo habe ich die Taschenlampe her? Oh Gott. Oh. Ich höre sie. Es ist ruhig, zu ruhig. Oh mein Gott. Muss man doch sicher irgendwas holen, oder? 1, 2, 3. Okay, weil ich nicht zuerst drücken muss, ne? Warte mal. Also. 1 ist rot. 2 ist blau. 3 ist grün. 1 rot, 2 blau, 3 grün. 1 rot, 2 blau, 1 rot. Das war zu laut, viel zu laut. Ich weiß doch genau schon, wo wir sind. Ah! Nein!
Oh mein Gott, das ist ja voll widerlich. Oh, under pressure. Kann ich jetzt schon mal gucken, wo ich hier raus muss? Also da macht sie nachher zu, da komme ich nicht mehr zurück. Ich glaube, ich kann mich ja nur oben hinziehen, ne? Das habe ich jetzt auch gerade versucht, bin gestorben, weil da sieht sie mich nicht. Okay, let's go, es wird laut in 3, 2, 1. Hast du gar nicht gesehen? Oh, diese Geräusche sind echt eklig von der. Holy shit. Wo könnte ich wohl sein? Hm, nicht schon wieder Rätsel. Leave me alone. Und jetzt betet, dass sie den nicht anmacht. Wollte ja gerade sagen, ne? Hofft mal, dass die den Ofen nicht anmacht. Jetzt kann ich wieder raus. Oder muss ich nochmal brutzeln? Scheiße, das war schlecht. Nein, das war schlecht. Das hätte ich nicht machen dürfen. Oh, Kacke. Das ist voll der Stress. Und wie eklig die auch macht. Oder hätte ich mich da hochziehen müssen? Wetten, ich hätte mich hochziehen müssen, oder?
gemein. Schnell, schnell, schnell. Oh Gott. Was eine stressige Scheiße. Da vorne ist sie doch schon wieder. Nein. Nein. Scan mich. Scan mich doch schneller. Scan. Scan mich doch. Scan mich doch. Scan mich. Oh Gott. Oh, ist ganz schön brutal, ne? Oh. Mama, 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 Mama. Was war das für ein Fiebertraum? Will ich raus? Wo ist die dumme Poppy hin? Hallo? Ist hier ein Kassettenrekorder irgendwo? Ich hab so wenig Tapes angeschaut. Hey, hier war doch auch... Hier war ich doch schon mal am Ende, oder? Was steht denn da? Soll ich da eingesammelt? Employees Instruction? Also... Bad Window. Warum kann ich das nicht einsammeln? Oh, das ist ja die Poppy. Oh, okay, da ist ja die Poppy. Hey. Tap für in. Ich habe doch jetzt hier den Code, oder? 4213. Ja. Good. I'll board the train. We need to leave. Ich glaube, dass eigentlich die Poppy die Böse ist. Kann ich dazu irgendwie runterjumpen? Die uns hier instrumentalisiert. Damit wir alle umbringen und sie quasi... Das ist mein Feeling. Ui. Das ist ein bisschen mein Gefühl bei der Sache. Wir werden instrumentalisiert. So. Der Code ist 4213. Wieso geht das nicht? Hier, 2, 1, 3. Achso, unten. Oder? Oder muss ich den erst... Ah! Ich kann den nicht anschalten. Hm.
Nee. Du musst erst die Symbole richtig machen, dann die Farben und dann in der richtigen Reihenfolge drücken. Also, das wäre dann. So, das wäre einmal. Der. Der. So. Dann haben wir rot, gelb, rot, blau. Aber welches Rot? Welches Rot drücke ich dann? Ach so, okay. Vergesst alles mit E. So, okay, vergesst, was ich getan habe. Ich vergesse im Spiel, das einfach aufzumachen. So, 1, 2. So, das hat doch jetzt gestimmt. Dann kommt Rot. Nur ein Rot, das heißt, der müsste dann rot sein, der müsste dann gelb sein, rot und der blau. Und dann kann ich die Zahlen angeben. 4, 2, 1, 3. Muss ich da jetzt auch auf die Zahlen drücken? Oder muss ich da, weil da geht eh nicht. Der Code ist ja 4, 2, 1, 3. Jetzt kann ich auf die Bilder drücken. Ah, okay. 4, 2, 1, 3. Holy shit. Warum kann ich das jetzt nicht drücken, Mann? Auch wieder E drücken. Da ist auch noch einer. Na endlich. Uiuiuiui. Wird jetzt der nächste Gegner angeteased? Der Hype Train. I was so scared she put me back in that case. But you saved me. You are perfect. Too perfect to lose. I'm sorry. I can't let you leave. Oh nein. I've never met anyone like you. Do you know how long I've been stuck in that case? Well, too long. I had so much time to think and reflect. Time to figure out exactly what I would do when free. We'll set things right. Terrible things have happened. But I know that whatever I need you to do, you're capable. We will. What if... Okay, sie hat gesagt, sie war so lange eingesperrt und sie lässt mich jetzt nicht gehen, weil sie merkt, ich bin was Besonderes und sie hat noch so viel zu reden und so viel vor. Also sie lässt uns nicht gehen, die Puppe. Wir hätten sie nicht befreien sollen. Jetzt fahren wir irgendwo anders hin. Ist halt die Frage, ob die jetzt böse ist oder nicht. Ich kann halt auch nicht bremsen, ne? Oh mein Gott. Ah! Dieser Wecker-Sound. Oh, scheiße. Stop Train. Okay.
Sword schnell den Weg zurück und dann da lang, wo sie dich nicht gehen lassen wollte. Unangenehm. Fly in a weep. Uff. Intens. Also ich habe ja bei Steam so ein paar Reviews gelesen und habe sehr viele negative Kommentare gelesen. Weil viele meinten irgendwie, erstmal haben sich beschwert, dass was kostet, was ich aber voll verstehe, weil hey, das ist volles lange Game. Aber viele meinten, es war einfach zu viel Rätselzeugs. Ich fand die Spiele von ihr mega geil. Die haben einen richtig gestresst. Auch das mit dem Hund. Ich bin aber selber auch kein Fan von diesen ständigen Rätselspielchen und hier und da macht dies und das. Ist eine Geschmackssache. Ich bin jemand, der auch gern Rätsel löst, aber nicht zu viele und nicht Rätsel, die sich ständig wiederholen und nur immer komplizierter werden, weil ich immer ein Fan davon bin, dass ein Spiel eher immer einen schönen Fluss hat, dass man auch mal ein bisschen wo hängen bleibt und nicht zu lang, dass es eigentlich nervt und dann aber lieber kürzer ist. Also es wird auf jeden Fall ein Chapter 3 geben, das werden wir auch spielen. Wie gesagt, ist ein geiles Game, aber das sind so die Teile, die ich jetzt nicht so krass fand, wo man irgendwas mit der Elektrizität machen sollte. Ansonsten spannend. Ich bin gespannt, was als nächstes für Gegner gibt. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Empfehlt mir weitere Games, vielleicht weniger stressige. Und lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Dankeschön. Und jetzt raus!